Was ist der eingeschränkte Bestätigungsvermerk? Das ist die zweite Klasse. Also der uneingeschränkte ist der Normalfall, wenn man sagt, wenn alles in Ordnung ist. Jetzt gibt es aber Situationen, wo es bestimmte Fehler gibt, die so wesentlich sind, dass man sie klar aufdecken muss. Das kann ein bestimmter Teilbereich sein. Es kann zum Beispiel eine Schwäche im internen Kontrollsystem sein, die dann zu Fehlern in der Rechnungslegung führt. Das kann eine falsche Prognose im Lagebericht sein, die den Lesern einen falschen Trend für dieses Unternehmen suggeriert, was mit vielen Anhaltspunkten eben nicht plausibel ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo ein Abschluss vom Abschlussprüfer als nicht sachgerecht anerkannt wird. Und für solche Fälle ist eine Einschränkung vorgesehen, dass man sagt, der Abschluss ist nicht total falsch, er ist in vielen Bereichen richtig, aber in den spezifizierten Fällen, für die man einschränkt, da ist er nicht in Ordnung. Das ist die sogenannte Redepflicht des Abschlussprüfers. Dieser Formelbestätigungsvermerk, der typischerweise langweilig ist, man guckt noch rein, ist er uneingeschränkt oder ist er eingeschränkt, der wird demnächst für die kapitalmarktorientierten Unternehmen wesentlich umfangreicher werden. Da ist der Abschlussprüfer verpflichtet, seine Risiken, die er bei seiner Prüfungsplanung zugrunde gelegt hat, die muss er niederlegen. Er muss begründen, warum er das macht, was die Prüfungsschwerpunkte waren, was dabei rausgekommen ist. In welchen Fällen wird gar kein Bestätigungsvermerk erteilt? Eigentlich erteilen Sie immer einen Vermerk. Und wenn Sie nicht zu einer Schlussfolgerung kommen können, dann heißt dieser Vermerk Versagungsvermerk. Wo man sagt, ich sage hier gar nichts zu, aber die Prüfung ist eigentlich erst mit einem solchen Vermerk auch abgeschlossen, wenn der Prüfungsbericht fertig ist. Es kann natürlich Fälle geben, das ist meistens Bilanzskandal-Nähe, wenn ich mal so sagen darf. Es kann Fälle geben, wo der Prüfer gar nicht zum Ende kommt, weil er zum Beispiel keine Informationen kriegt, weil die Kommunikation eingestellt wird, weil der Prüfungsprozess unterbrochen wird. So, dann wird Schluss gemacht, dann ist die Prüfung als solche aber nicht beendet und für eine nicht beendete Prüfung, da gibt es eben keinen Bestätigungsvermerk.